Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zum 14. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. Wir sind jetzt nun von der Citadel Station weggekommen und sind jetzt auf der Planetenoberfläche, um endlich mal unser Schiff zu finden. Unserem Team hat sich der gute alte Bahadur angeschlossen. Bahadur, glaube ich, dass der so heißt. Ja. Okay. Wieso? Ja, okay. Gut, ich wollte nur gucken, warum der nur mit 30 FPS aufnimmt. Ja, nee, ist aber eigentlich alles okay. Wollte ich nur abchecken. Auf der Oberfläche überkommt mich immer ein Gefühl der Ruhe. Die Itorianer verstehen ihr Handwerk. Was für eine Verschwendung von Credits. Ich glaube, ich spüre auch was. Als wäre eine große Last von meinen Schultern abgefallen. Ruhe jetzt. Vor uns ist eine große Söldnerpatrouille. Wenn wir vorsichtig weitergehen, kommen wir vielleicht an ihnen vorbei, ohne gesehen zu werden. Wir können an der Küste bleiben oder unser Glück an den Klippen im Süden versuchen. Wozu verstecken? Wie erledigen wir die Kerle? Mutig. Aber gut, gehen wir. Haha, okay. Also, tun wir erstmal hier mit anfangen. Die Wachplätze sind. Aber geht langsam. Ihr wolltet es ja so. Ah, die greifen leider immer erst an, wenn ich angegriffen werde. Finde ich total unnötig, aber okay. Ah, ich habe übrigens die Schwierigkeit mal. Ich habe übrigens die Schwierigkeit mal auf schwer verstellt. Ich bin mal gespannt, ob wir damit zurechtkommen. Bin jetzt echt gespannt. Okay, und weiter geht's. Haben wir nicht zufällig? Was ist los? Ja! Oh Gott. Alter, die sind nicht ohne. Oh mein Gott. Komm schon, Medikit. Komm schon. Ich mach dich fertig. Nein. Ja. Oh, keine Chance, Leute. Oh nein. gut, okay. Ich glaube, ich werde wieder auf Mittel stellen, weil sonst brauchen wir einfach ewig. So, schließen. Schließen. Ich denke, das wird auch, ich denke, das reicht. Ist auch noch krass, dass es immer hier an dem letzten Speicherspur. Auf der Oberfläche. Kennen wir schon. Wenn wir kennen wir. Ist echt noch krass, dass dass es immer genau dann abspeichert, wo genau da wieder lädt, wenn man stirbt, wo man abgespeichert hat. Also wenn man nicht Autosave drin hat und man ewigst lang, oh nee, Leute, und man ewigst lang kämpft, ewigst lang weiterspielt, dann dauert das ja ewig. Boah, die sind trotzdem so stark. Was geht denn hier ab, Leute? Ich hab noch mehr davon im Angebot. Hau rein. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja! Boah. Klären wir die Sache. Ey. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ist das denn ja ernst? Bringen wir es hinter uns. Das gibt's nicht. Ich höre. Ist ja übel. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Oh mein Gott. Keine Chance. Das wird nicht lange dauern. Ey, aber echt jetzt mal. Ja? Warte mal. Ja? Wir gehen jetzt ein bisschen taktischer vor. Erstmal reden die wieder. Auf der Oberfläche. Ruhe, wenn wir. Ich möchte trotzdem die gern besiegen.
Aber bitte ohne, dass gleich alle kommen. Das muss doch nicht sein. Nein, Mann! Wie gefällt euch das? Ich erledige das. Nein, ich höre es nicht. Was ist los? Bitte greif doch mal den an. Was ist denn mit dem seiner Waffe? Oh, nicht euer Ernst. Hey, jetzt werde ich langsam sauer. Okay, also ich meine, ich bin ja fast echt noch nie gestorben, aber hier scheint es richtig abzugehen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht... Nee, der hat einfach... Ich lass mich nochmal schnell Ausrüstung und so ein bisschen abchecken. Adden. Der kriegt noch Handschuhe. Ja, ich bin eigentlich schon zufrieden mit den Blastern. Wartet mal. Also ich möchte jetzt echt mal hier unten langlaufen erstmal. Wenn wir ich weiß. Okay, da kommen wenigstens die von da oben noch nicht. Was ist los? Also Fernkampf und Elten auch. Fernwaffe im Wechsel zum Nahkampf, wenn Gegner nahe sind. Ah, deswegen hat er wahrscheinlich zur Dingswaffe gewechselt, weil dieses Mistvieh in der Nähe war gewesen. Ich habe aber auch leider überhaupt keine Granaten oder irgend sowas. Und die, selbst die sind nicht gerade schwach. Ich erledige das. Oder kann es sein, dass die Spielschwierigkeit erst beim Neustart wechselt? Wir schauen gleich mal nach. Hey, und die schaffen es auch anscheinend nicht mal zu treffen. Was ist los? Ich meine, kann doch nicht sein, dass wir hier so lange nur für dieses eine Mistvieh brauchen hier. Also. Toter Itorianer. Robe eines Padawan. Okay. Was haben wir denn hier bei dem? Ach. Komm, ich kann den doch... Ach Leute, ich konnte den doch eben gerade anklicken. Hier. Nicht? Anscheinend nicht. Okay. Zeig mal. Nee, also brauche ich überhaupt nicht. Aber ich habe auch eine Schusswaffe bekommen, habe ich gesehen. Zeig mal. 1 bis 8. Ja, das Ding ist einfach am stärksten. 2 bis 11. 2 bis 11. 1 bis 12. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Meine Dings ausgezogen. So. Ich will die nicht umgehen. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Die sollten wir doch schaffen. Ein Minenschild? Energieschild? Ich höre. Was ist los? Ja? Go, go, go! Ja? Ich hab noch mehr davon im Angebot. Go, jetzt haut den mal weg. Oh Gott. Komm schon. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Als
nächstes den hier, bitte. Ja? Ja, wir schaffen es langsam. Der da hinten. Sag einfach Bescheid. Gehen wir. Und du? Mach sie fertig. Komm schon. Mach sie fertig. Yes. Runter. Sag einfach Bescheid. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es, Leute. Diesmal kriegen wir es hin. Yes. Nur noch der letzte. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Oh, ich habe noch mehr davon im Angebot. Egal. Sehr schön. Und noch einer. Haben wir einen ganz schönen Kampf vor uns hier. Haha. Perfekt. Wow. Also, diesmal ist gut. Diesmal hat es echt gut geklappt. Dun, 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 dun. Sehr schön. Dann schauen wir doch mal, wo es weitergeht. Ich nehme mal an, hier oben. Ja, haben fast keine Macht mehr. Eine neue Klinge. Credits? Okay. Komm, ein bisschen schneller unterwegs. Hat's hier oben noch was? Okay, hier hat's eine Höhle. Schauen wir doch mal. Ah, das kennen wir doch irgendwo her. Dafür brauchen wir den hier. Danke. Gut. Ah, verdammt. Ich weiß nicht, ob es da drüben auch vielleicht auch noch Vorräte gehabt hätte. Als wir es das erste Mal gemacht haben. Aber okay. Geheime Lager. Vielleicht finden wir noch mehr davon. Die könnten noch nützlich sein. Ja, das denke ich auch allerdings. Da findet man immer ein paar Sachen. Credits und, oh, schwerer Kampfanzug. Gerade für unseren Kollegen hier. Sehr schön. Was hat denn der für eine Verteidigung? 10. Und jetzt 15. Sehr gut. Das ist eigentlich alles, was ich wollte. Ja? So, weiter geht's. Darunter kommen wir ja nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch diese, diese verschwommene Animation rausgenommen, wenn ich schnell laufe. Also wenn ich Machtsprinten mache, weil das sehr verwirrend mit der Zeit aussieht. Oh. Oh, Leute. Was mache ich denn jetzt am besten? Ja? Ich frag mich, wann die mich angreifen. Ich habe natürlich absolut keine Mine. Schlau wäre, wenn ich die rechts... Ah, scheiße, nein! Ah, ich geb's auf. Ah, gut, die sollte ich ja noch schaffen, oder? Boah, wird knapp. Gerade mal 3 Medipacks geben. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Gut. Los. Oh, schaffen die mal auf der rechten Seite? Ich habe noch mehr davon im Angebot. Sehr schön. Ich erledige das. Komm schon. Ja, läuft's noch durch den Mit. Oh, wie ewig brauchen die denn? Edna ist ab. Ich wenigstens höre. Einer. Sehr schön. Schnellangriff. Du hast in dem Level folgendes freigeschaltet. Sprengstoff, Tarnung. Komm, wir gehen bei ihm auf Tarnung. Sicherheit, Sprengstoff und noch ein bisschen auf Bewusstsein. Okay. Oh, er wird langsam, aber sicher auch etwas dunkler. Sehr schön.
Oh. Leute, ich habe echt nicht mehr so viel Leben. Ich hätte... Ja, okay, komm. Dann gehen wir mal... der läuft natürlich nass noch durch die scheiß Mine. Oh, wir sind hier in einem Lager angekommen. Und natürlich da hinten. Hart. Los, haut ihn weg. Macht sie fertig. Eben, ich frag mich, ob das... Ja, nee, also das, ich nehme an, dass man nicht, dass ich den Spiel neu starten muss, damit da das angenommen wird. Sind die auch feindlich? Och Mann, es sind so viele. Der Mensch ist da. Die Geschütze haben nicht funktioniert. Meine Druiden werden nicht versagen. Werden wir sehen, mein Lieber. Werden wir sehen. Zerstört ihn. Kriegsroboter. Ja? Ah, Leute. Macht sie fertig. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Yes, der ist auch Level up. Die sind gar nicht mal so stark. Ja. Sehr schön. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Oh, was macht denn die? Die liegt uns ja gleich hier alle um. Ey, will die mich verarschen? Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ja? Ein Moment. Dann kriegt er wenigstens wieder volle Leben und alles. Okay. Runter, alle! Oh. Jetzt aber Schluss mit dir. Sehr schön. Boah, wir sind ja gar nicht so. Ist gar nicht so einfach, muss ich zugeben. Ich frage mich, ob die hier auch alle feindlich sind. Die sind garantiert feindlich, Leute. Okay. Ja, was machen wir jetzt, wenn wir keine Leben mehr haben? Ich würde fast vorschlagen, dass wir den Etten mal wegschicken. Nichts gegen dich, Etten. Aber stattdessen die Greya mitnehmen. Was gibt es? Genau, die kämpft ja gerade momentan. Der gebe ich aber auf jeden Fall Schwert später. Ich gebe dir auch jetzt Schwert, ist doch egal. Verbesserte Machtfähigkeiten. Ah, warte, die hat noch einen Punkt. Ja, die hat auch sowieso ein Schwert. Passt. Ja. Die kriegt so oder so die Schwerter. Okay. Ich höre. Aggressiv? Diese Verhaltensweise ist nur für Jedi verfügbar. Kommt es zum Kampf, setzt dieser neben ihren Fernwaffen Machtfähigkeiten ein. Ah, ja. Ist ja eigentlich gut. Naja, das passt. Ich höre. Die soll schnell mal ein bisschen heilen hier. Sehr schön. Gut. Okay. Ja, die packen. Ah, die wollen sowieso reden. Landeplatz. Dort müsste auch ein Terminal sein, auf das ich von hier zugreifen kann. Ich fürchte aber, dass wir uns den Weg freikämpfen müssen. Aufpassen. Wen haben wir denn da? Den Jedi. Sehr gut.
Dann also können wir uns die Bucherei sparen. Garen Folt hat gesagt, du bist gefährlich. Vielleicht weiß er doch, wovon er redet. Ja, der Garen Folt natürlich. Der gute alte Garen Folt. Ich hab doch schon eine Runde Parsag mit dem mal gespielt. Genug geredet, bringen wir es hinter uns. Was, Söldner, wie wär's, wenn ich euch... Ich zahl doch kein Geld für die Bastarde. Scheiß Mücke. Ich hab die erwischt. Also nochmal, ich zahl doch kein Geld für die. Genug geredet, bringen wir es hinter uns. Ja, Angriff. Also auf jeden Fall nicht auf den Starken. Kreia? Was ist los? Also eigentlich habe ich ja gesagt, dass der... Yes! Oh, Leute, wir kommen echt an. Aber ich glaube, das war gar nicht so dumm. Oh, scheiße. Der ist echt stark. Noch einmal. Ich erledige das. Ich bringe die... Ich höre. Ja? Sehr schön. Oh. Ja, renn dir einfach dahinter. Oh, gut getroffen, Leute. Ich höre. Ey, und auf die Kreia ist echt Fall. Oh, Leute, renn doch nicht da hoch. Oh, das gibt's doch nicht. Ich bringe diesen Feind zum Schweigen. Also wenn, dann geht doch wenigstens auf die, wo Kreia geht. Ey, wir packen das sogar noch. Ja, der Kreia und ich haben beide keine Macht mehr. Aber die ist gut, die Alte. Oh, wenn die da drüben auch noch gekommen wären, wäre es richtig eng geworden. Ich sag's euch, richtig eng. Nee, du bleib schön hier, du Bastard, Alter. Unbewaffneter Spezialist habe ich bekommen. Hm. Je weiser ein Charakter ist, desto ist die Chance geringer. Ja, Verletzte heilen. Mache ich auch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, ich tue echt mal ein bisschen heilen hoch. Weil. Ja, mache ich auch. Was haben wir denn hier? Macht Widerstand. Möglich. Diese Macht schützt sich vor direkten Machtangriffen. Feindlicher Jedi brauche ich noch nicht. Diese Macht, Schild eines Jedis absorbiert die ersten 6 Schadenspunkte aller Energieschall, Feuersturm. Finde ich aber auch nicht schlecht. Aber Leute, ich mache wirklich trotzdem mal heilen, damit ich mal eine Heilfähigkeit habe. Stufe 10. Gar nicht mal so schlecht. Tun wir mal kurz plündern, was wir hier so alles finden. Annehmen. So, und wenn, gucke ich dann gleich. Also es kann sein, dass einfach mittendrin die Aufnahme aufhört und der nächste Part anfängt, weil ich nehme jetzt wieder am Stück ein bisschen auf. Dass ich nicht jedes Mal neu... kann ich von dieser Konsole auf das Schildnetzwerk zugreifen. Gut, sie funktioniert. Meine Passwörter auch. Jetzt müssen wir nur noch euer Schiff finden. Laut TSF steht die Ebonhawk auf einem kleinen... autorisierten Landeplatz. Wieso denkt ihr, dass ihr diese findet? Die TSF vermutet das Schiff wahrscheinlich in der Wüste. Aber die kennen diesen Planeten nicht so gut wie ich. Die Atmosphäre von Telos besteht nur noch aus ätzenden Dämpfen. Ein Schiff dort zu landen wäre, als würde man es in einen Hangar voller Minox fliegen. Das bedeutet, dass irgendwo auf dem Planeten ein illegaler Landeplatz sein muss. Innerhalb der Schilde, aber außerhalb der Sanierungszonen oder anderer Einrichtungen. Deshalb brauche ich Zugriff auf das Schildnetzwerk. Hier. Eine kleine Anomalie in der Energieversorgung der Schildsysteme. Kein Wunder, dass die TSF sie nicht entdeckt hat. Sie sieht eher wie ein Fehler aus. Überhaupt nicht beabsichtigt. Was ist das? Offenbar wird die Energie abgezogen, um einen Schild über einem kleinen Gebiet in der Polarzone zu erzeugen. Aber da dürfte gar nichts sein. Die Orbitalkameras zeigen... nichts. Nur Eis. Wir sollten der Sache nachgehen.
Ich denke, das ist unsere einzige Chance, die Ebon Hawk zu finden. Und wie kommen wir in die Polarregion? Das ist schon schwieriger. Laut Computer müsste ein Shuttle an die Forschungsstation angedockt haben. Das stand zumindest im letzten Bericht, aber der ist ein paar Monate alt. Wir wissen also nicht, ob das Shuttle noch da ist oder ob es funktioniert. Nein, aber das wird mich nicht aufhalten. Ich fliege zur Citadel Station zurück. Und wenn ich mir ein Schiff schnitzen muss. Okay, worauf warten wir denn? Da wäre noch ein Problem. Seit einiger Zeit kommen die Teams, die in den Militärkomplex geschickt werden, nicht mehr raus. Andererseits haben wir ohnehin keine andere Wahl. Gehen wir. Also, schauen wir nochmal nach im Tagebuch. Ebon Hawk gestohlen. Baudur hat den Zugriff auf das Schildnetzwerk bemerkt. Dass ein Teil der Energie in ein Energiefeld über die Polarregion von Telos umgeleitet wird. Er denkt, dass du im Militärstützpunkt ein Shuttle findest. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Shuttle, um in die Polarregion von Telos zu kommen. Also Schnee, Eis, huiuiui. Da müssen wir hin. Schaffen wir, Leute, oder? Jo, jo, das schaffen wir. Ah, das ist gut. Ja, konzentriert euch! Oh, ich brauche unbedingt mehr Macht, Leute. Das ist gut mit zwei Nahkampfkämpfern und einem Fernkämpfer. Das läuft echt gut. Viel besser wie mit dem Appen. Komm schon. Sehr schön. Wir kommen echt gut vorwärts. So. Also ich erledige erstmal alle, die hier draußen sind. Boah, ey, wenn wir beide so Nachtblitz machen, ich und die Kraya, sieht ja mega krass aus. Stirb! Sehr schön. Kommen wir da rein? Nö. Wieso stehen denn so viele Häuser und wir kommen gar nicht rein? Sind die nur zur Dekoration oder was? Schauen wir mal auf der Karte. Ja, gut. Ich nehme an, wir müssen da in diesen Bunker rein. Was ist los? Baudur? Nimm die mal. Also ich glaube, der tut dir die Minen auch allgemein dann selber wieder einstecken. Sehr schön. Sehr schön. Was gibt es? Gut, weiter geht's. Also mit dieser Machtlanze zu kämpfen, finde ich nicht so cool. Oh, okay.